Hi, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarken-Ecke. Wie ihr sehen könnt, heute nicht bei mir im Büro, sondern heute befinden wir uns bei einem Prüfer des BPP bei Tobias Hüllmanns. Vielen Dank, Tobias, dass wir heute bei dir sein dürfen. Freut mich, dass ihr den Weg gefunden habt. Ja, und wie ihr euch noch richtig erinnert, zuletzt haben wir genau diesen Umschlag gepackt und darin befinden sich nun unsere Marken. Die spannende Frage ist jetzt, was passiert bei diesen Marken? Und genau das wird uns Tobias im weiteren Verlauf jetzt noch erklären. Und dafür, Tobias, hier den Staffelstab an dich. Vielen Dank. Nachdem eure Prüfsendung beim Prüfer eingegangen ist, wird er diese als erste öffnen. Eure hoffentlich angefertigte Farbkopie mit den eingereichten Briefmarken vergleichen und hoffentlich feststellen, dass die Kopie den wirklich eingesandten Marken auch gleicht. Dies ist hier der Fall. Sehr schön. Dann erhält jede Prüfsendung einen eigenen Laufzettel. Auf diesem Laufzettel wird der Name des Prüfkunden sowie das Eingangsdatum vermerkt, damit der Prüfer auch jederzeit nachvollziehen kann, wann welche Sendung von wem eingetroffen ist. So, nun habt ihr gesehen, was bei Ankunft eurer Prüfsendung passiert. Und als nächstes möchte ich euch zeigen, was bei der ersten Überprüfung eurer Prüfsendung genau geschieht. Viele von euch fragen sich sicherlich, welche Gerätschaften denn jetzt genau für diese UV-Kontrolle eingesetzt werden. Hier haben wir, ich möchte sagen, als wirkliches Standardgerät die Hanau Flu Test Forte. Die hat ihren Peak bei 365 Nanometern und ist perfekt geeignet für die Briefmarkenprüfung. Des Weiteren kann man natürlich auch mobile UV-Geräte einsetzen, die müssen aber eine ähnliche Leistungsstärke aufweisen, wie zum Beispiel hier die CrimeLight 2, auch sehr gut geeignet für die UV-Kontrolle. So, nun möchte ich euch als erstes die Kontrolle der eingesandten Prüfstücke unter der UV-Lampe zeigen. Dies ist wichtig, da wir hier Entfernungen von Stempeln, etwaige Stockflecken oder natürlich auch Reparaturen gleich erkennen können. Wir sehen hier die Steckkarte mit den eingesandten Marken und können jetzt kurz hier über die Stücke schauen. Natürlich müssen wir uns die ganzen auch von hinten angucken. Dann sehen wir bei dieser Marke hier zum Beispiel sehr schön, dass die vorhandenen Stockflecken sehr stark leuchten und wir können uns gleich dann aufschreiben, dass diese Marke starke Stockflecken hat und später entsprechend signiert werden muss. Des Weiteren müssen wir natürlich die Marken alle einmal umdrehen. Ich mache das jetzt hier nur beispielhaft, denn natürlich können auch auf der Rückseite oder beziehungsweise nur auf der Rückseite sichtbare UV-Veränderungen auftreten. Jede Auffälligkeit wird entsprechend notiert und in unser späteres Prüfprotokoll übernommen. Nach allen Vorbereitungen können wir nun mit der eigentlichen Prüfung beginnen und wir nehmen uns das erste Prüfobjekt von der Steckkarte. In dem Fall ein Viererblock Memel Michel Nummer 13. Wir schauen uns diese Marke unter einer Vergrößerung mit Streiflicht erst einmal an. Was als erstes auffällt, ist, dass die Buchstabenform des Aufdrucks etwas abweicht. Wir haben diverse spitz auslaufende Kanten, die normalerweise sehr schön abgerundet sind. Der I-Punkt auf dem I von Memelgebiet ist ganz untypisch geformt und auch scheinen die Buchstaben etwas kleiner zu sein, was dann alle Merkmale der sogenannten Brüsseler Fälschung erfüllt. Damit können wir sagen, dieser Viererblock hat leider einen falschen Aufdruck. Nun nehmen wir uns die nächste Marke von der Steckkarte, Memel Michel Nummer 207. Bei der Marke aus diesem Satz gibt es viele verschiedene Typen. Aber zuerst schauen wir uns schlicht und ergreifend die Qualität der Marke kurz an, ob der Aufdruck in Ordnung ist. Wir sehen nach der ersten Sichtung, der Aufdruck entspricht 100%ig dem typischen Erscheinungsbild. Aufdruckfarbe, Form der Ziffern etc. stimmen alle. Unten ein typisches Merkmal des Zierbalkens.
Nun geht es daran, die Tiefe zu bestimmen. Dafür benutzen wir eine Messlupe mit einer Millimeterskala eingelassen. Dann legen wir die Marke hin, schauen uns mit der Lupe an, messen an den verschiedenen wichtigen Stellen aus. So. Und stellen dann nach kurzer Zeit fest, dass es sich hier um eine Type 1 mit der Abstandsvariante klein e handelt. Die Marke ist soweit einwandfrei und so können wir diese später auch signieren. Wir kommen nun zur nächsten Marke, die wir uns näher anschauen wollen. Wir schauen uns die Marke wieder ganz normal unter dem Streiflicht, unter dieser Vergrößerung hier an. Vorderseitig sehen wir erst einmal keine größeren Probleme. Dann drehen wir die Marke aber um und so sehen im Streiflicht einen starken, ausgebügelten Bug. Den würden wir unter normalen Lichtverhältnissen wahrscheinlich kaum wahrnehmen, aber dafür ist das Streiflicht immer sehr hilfreich, um alle verschiedenen Arten von kleineren Mängeln, angesetzte Zähnchen direkt, ausgebügelte Bügel etc. zu erkennen. Diese Marke würde nachher entsprechend höher signiert werden, da sie eben einen recht eklatanten Mangel aufweist. Weiter geht es mit der nächsten Marke. Auch diese schauen wir uns wieder unter unserer Vergrößerungslupe mit Streiflicht an, finden erst einmal keine Auffälligkeiten. Wenn wir die Marke allerdings ein wenig anheben und damit ein bisschen Durchlicht erschaffen, sehen wir relativ schnell eine dünne Stelle rechts oben, die natürlich auch einen Mangel darstellt und die Briefmarke wird später entsprechend höher signiert werden. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Marke aus eurer Prüfsendung. In dem Fall handelt es sich um Memel Michel Nummer 1. Hier geht es zuerst einmal ganz kurz wieder um die Aufdruckprüfung. Schauen uns den kurz an, sehen, das passt soweit erst einmal alles. Jetzt geht es um die Farbe dieser Marke. Dafür nehmen wir uns unsere Steckkarte mit Vergleichsmaterial und vergleichen unter Tageslicht, das ist wichtig, die Marken, schauen uns hier die einzelnen Farbreihen an, die wir gesteckt haben und unter Umständen mit anderen Prüfern abgestimmt haben. Und stellen dann nach genauem Abgleich fest, dass es sich hierbei um Memel Michel Nummer 1 klein b handelt. Die Marke würde jetzt noch einmal natürlich einer Qualitätsprüfung etc. unterzogen werden und später dann als diese Farbunterart signiert werden. Nachdem wir die Marken jetzt alle geprüft haben, geht es an das Signieren der günstigeren Marken. Wir fangen hier mit einem Beispiel an. Eine ungebrauchte Marke, echt ungebraucht, aber diverse Stockflecken. Das heißt, die Marke wird mit Hilfe des Namenssignums ein wenig erhöht signiert, da die Stockflecken einen Mangel darstellen. Dann wird das Ganze signiert und wir wenden uns der nächsten Marke zu. Hier unsere eben angeschaute Memel Michel Nummer 1b. Auch diese Marke ist ungebraucht, weist keinerlei Mängel auf. Und wird entsprechend als ungebrauchte Marke leicht erhöht mit dem Namenssignum sowie dem dazugesetzten Farbkennzeichen signiert. So. Und auch diese Marke ist dann fertig. Als nächstes eine Ganzfälschung. Hier ist alles falsch. Marke, Aufdruck und der Stempel. Die Marke wird dann natürlich auch entsprechend signiert. Dafür gibt es die Signatur falsch. Die wird mittig auf der Marke angebracht. Falsch. Dazu quergestellt kommt das eigentliche BPP-Namenszeichen. Falsch. Damit ist diese Marke im Prinzip entwertet und aus dem Verkehr gezogen. Als nächstes eine Memel Michel Nummer 39. Die Marke ist ebenfalls ungebraucht. Hier geht es im Regelfall nur um eine kurze Typenbestimmung, Aufdrucktype 1 oder 2. In diesem Fall haben wir die Aufdrucktype 1, dementsprechend auch wieder signiert, leicht erhöht, weil die Marke ungebraucht ist und dazugesetzt
römisch 1, als Typenbezeichnung. Dann als nächstes Memel-Michel Nummer 12. Hier ist wirklich auch fast alles falsch zumindest. Der Aufdruck ist falsch und der Stempel ist falsch. Die Marke wird entsprechend signiert. Zum einen mit Stempel falsch, quergestellt wieder und daneben gesetzt wird Stempel falsch und darüber quergestellt das BPP-Prüfzeichen. Dann als letztes Beispiel aus unserer Serie, Memel-Michel Nummer 9, gestempelt. Als kleinen Tipp für alle, erste Ausgabe Germania Memelgebiet mit Stempel Bismarck Memelgebiet ist immer falsch. Immer. Gibt es nicht echt auf dieser Ausgabe. Dementsprechend Stempel falsch, Prüfzeichen quergestellt und fertig. Die erste Überprüfung ist nun abgeschlossen. Tobias hat das euch hier wirklich sehr schön und sehr ausführlich erklärt. Jetzt ist natürlich wirklich die spannende Frage, was passiert jetzt mit den höherwertigen Stücken? Wie wird hierbei geprüft? Und genau diesen Vorgang, wie ein Fotoattest oder ein Fotobefund erstellt wird, das wird euch Tobias dann das nächste Mal zeigen. Also schaltet auch dann wieder ein. Bis dann. Tschüss.